Und was wir jetzt hier sehen, ist ein sogenanntes Lothringer Kreuz. Sie kommen, wie der Name schon sagt, ursprünglich aus Lothringen, aus dem benachbarten Bitscher Land, dem Pädebitsch. Aber es gibt sie auch hier in der Südwestpfalz. Es sind eigentlich keine normalen Wegekreuze, wie man sie sonst kennt, sondern es sind Allerheiligenaltare. Das sieht man unten an dem Altaraufsatz. Und in früheren Zeiten fanden Prozessionen zu ihnen statt. Hoffentlich können wir da bald wieder durchfahren. Waldsprung, Schorbach in die Kirche. Ja. Die vermisse ich so. Ja. Ja, fahr zurück. Geht ja nicht.